überhaupt eine bodenlose Unverschämtheit. Ja, und wenn schon. Er ist nach Sofia gegangen. Und statt von dort gleich weiter nach Deutschland zu reisen, hat er eben geheiratet. Man hat meine Bewerbung akzeptiert. Aber ich habe abgelehnt. Warum? Weil Philippa nicht wollte. Sie wollte nicht nach Deutschland. Ja, aber wie ist das bei Ihnen, wenn Sie Angst haben? Wovon träumen Sie dann? Oder woran denken Sie in den schrecklichen Momenten im Leben? Und sie schenkt sich den Wein selbst ein. Hey. Ja, ja. Und sie schenkt sich das Glas bis oben hin voll. Dann schlang er seine Hände um meinen Hals, drückte mich aufs Bett und die ganze Zeit sangen Vögelchen auf dem Marlbeerbaum. Ich schäme mich nicht dafür. Ich mochte das zu tun, was ich tat. Diskret, Philippa, diskret. Eine Dame darf sich nie Lippen und Augen gleichzeitig schminken. Du bleibst hier! Ich habe mit dir zu reden, geh nicht her! Ein Nachbar, der könnte uns aus dem Fenster beobachten. Und was er denken könnte, ja? Er könnte denken, jetzt fordern die von ihrer Schwiegertochter schon, dass sie ihnen die Hand küsst. Ich habe mein Prinzipien, Philippa. Ja, du und deine Scheißprinzipien. Oh ja, wir haben doch ein wunderschönes Leben. Vollkommen glücklich. Und Mama, was willst du mir? Ich möchte es tief in mir spüren. Ganz tief. Dann möchte ich es aus mir herausschreien. Für uns? Ja. Wir hatten nichts. Und jetzt, er hat mir versprochen, uns alles zu überschreiben. Sag mal, Mutter, lebst du, Vater? Was sagt man wieder zu, ha? Ich